Seit 2009 tauschen die Mitarbeiter von Panasonic Deutschland einmal im Jahr die Bürostühle gegen Regenjacken und packen für einen guten Zweck an. In diesem Jahr standen Hausmeister- und Gartenarbeiten im Kupferhof an, einer Einrichtung für Familien mit behinderten Kindern im Norden Hamburgs. Panasonic-Geschäftsführer Christian Sokciewicz hatte als Gastgeschenk zwei Vera-Flachbildfernseher im Gepäck. St. Pauli-Spieler Jan-Philipp Kaller bedankte sich im Namen von Kiezhelden vor Ort für das Engagement und schaute den Helfern bei Hamburger Wetter über die Schultern. Ja, wir hier bei Hände für Kinder oder hier im Kupferhof, wir kümmern uns um Kinder mit Behinderung, die zu Hause in ihrer Familie leben. Die Eltern sind in der Regel sehr beansprucht und gestresst durch diese Situation, dieses behinderte Kind zu pflegen und sind ganz oft am Rande ihrer Kraft. Und wir wollen hier eine Oase sein, eine Akkuladestation. Die Eltern können hier mit ihrem Kind kommen oder das Kind auch abgeben, wenn das Vertrauen da ist, und bis zu 4 Wochen im Jahr mal Abstand von dieser anstrengenden Pflege zu nehmen. Ja, wir sind ganz, ganz super dankbar darüber, über den Kontakt zum FC St. Pauli zum einen, aber auch jetzt über diese Kooperation oder dieses Zusammenspiel mit Panasonic, und dass die jetzt mit so vielen Leuten hier uns heute ehrenamtlich helfen und den Garten auf Vordermann bringen, das ist eine super Idee und eine super Sache.